Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich habe ja auf Instagram abgestimmt, ob ihr einen XXL-Haul haben wollt und hier habt ihr ihn jetzt. Es ist wirklich ein XXL-Haul, also so wie ihr im Titel liest. Ich habe 1.269,87 € ausgegeben in den letzten ein, zwei Monaten circa und war fleißig shoppen. Nicht nur für mich, auch für Grace natürlich und ich werde euch jetzt die Sachen zeigen. Als allererstes, vorab, es tut mir leid, wenn es ein bisschen durcheinander ist, aber ich habe das jetzt hier nicht alles sortiert. Wir fangen mal an. Also, als allererstes, ich habe euch ja erzählt, dass Grace nur einschläft mit dem Föhn. Ja, ein guter Freund hat mir dann so ein Teil empfohlen, der heißt Waffello Sound Boop. Den gibt es bei Amazon zu kaufen und ich habe jetzt leider den nicht hier so, sondern ich blende euch jetzt mal ein Bild ein. Und zwar, der macht halt mehrere Geräusche, zum Beispiel Regen oder Meeresrauschen und dieses Teil hat endlich den Föhn ersetzt, Leute. Also falls ihr auch dieses Problem habt, holt euch dieses Ding. Ich fand es richtig, richtig gut. Sie hört jetzt immer dieses Regengeräusch zum Einschlafen und der Föhn ist Geschichte. Ja, ja. Dann geht's weiter. Es ist wirklich alles unterschiedlich, was ich eingekauft habe. Nicht nur Klamotten, nicht nur... Also es ist echt alles dabei. Und zwar das. Das hat mir eine gute Freundin empfohlen. Und zwar, das ist die La Roche-Posay Hautcreme für Babys auch. Könnt ihr aber auch als Erwachsene nehmen. Denn Grace hat Neurodermitis leider. Und da ist es halt echt schwer, eine gescheite Creme zu finden, die rückfettend ist und die sie gut verträgt. Und dann wurde mir die hier empfohlen. Und Leute, die ist richtig gut, falls ihr wirklich Babys habt oder selber auch unter stark trockener Haut leidet, holt euch die. Die hat mich jetzt online, glaube ich, 15 € gekostet. Ich kann euch nicht zu allen Teilen die Preise noch nennen genau, aber wenn ich was weiß, dann sage ich euch das natürlich. Und auf jeden Fall holt die euch. Dann als nächstes fangen wir an. Ich war bei ASOS und habe mir eine Sonnenbrille gekauft. Wie ihr seht, ist das Etikett auch noch dran. Ich zeige sie euch gerade mal. Ja, das ist die Sonnenbrille. Ich mache das jetzt mal im Schnelldurchlauf, weil sonst geht dieses Video 50 Minuten oder so. Dann war ich bei ASOS noch und habe mir noch Schuhe geholt. Und zwar die hier, diese Sandalen. Das ist so ein Roségold. Ich hoffe, man sieht es gut in der Kamera. Ebenso habe ich mir nochmal Sandalen geholt. Solche, die sind so zum Hochschnüren an den Beinen. Ja. Dann habe ich mir bei ASOS einen Bikini bestellt. Ich zeige euch gerade mal das Unterteil. Das ist das Unterteil. Und das ist das Oberteil. Ja. Dann habe ich mir bei Kippo & Bags eine Jeansjacke gekauft. Ich ziehe die jetzt gerade mal an. Das passt wahrscheinlich nicht zu meinem Outfit, aber damit ihr mal seht. Die Jeansjacke hat übrigens 90 € gekostet. Auch das hier, was ich anhabe, das ist eine Latzhose, die habe ich vom Kick und die hat 15,99 € gekostet. Dann geht's weiter, ich habe mir einen Jeansrock geholt. Ja, der hat 15 € gekostet bei Amazon. Genauso wie ein paar, ja, so Schnüroberteile. So ein Wickeloberteil, einmal hier in der Farbe, dann in dieser Farbe und noch so ein Bindeoberteil in rosa. Ja, zum Beispiel für Röcke kann man das gut kombinieren. Dann habe ich mir noch einen Wildlederrock geholt in schwarz. So sieht der aus. Der ist halt ein bisschen enger und ein bisschen schicker und ein bisschen sexier. Ne? Mamas dürfen auch sexy sein, Leute. Ja, dann war es das eigentlich auch schon mit meinen Sachen erstmal. Dann fangen wir jetzt mal an mit den Sachen von Grace. Und zwar, ich war beim Kick und wie ihr schon sehen könnt, es musste mit. Ist es nicht süß? Ja, auf jeden Fall musste das einfach mit. Ich fand es so goldig und wir lieben Einhörner. Also ich liebe Einhörner und Grace wird es dann sicher auch lieben. Ja, dann habe ich einmal so ein Strampler geholt, dann einmal so eine Hose mit Mini-Mäuschen und ein T-Shirtchen,
Auch für, also das sind alles ein bisschen größer. Das ist zum Beispiel jetzt 80. Das ist nämlich dann für, wenn es Oktoberfest ist. Sie trägt jetzt gerade 62. Ich habe ein bisschen größer natürlich noch gekauft. Hier habe ich zweimal, also so ein dünnes. Nochmal so eins. Und halt aber auch in weiß. Dann habe ich halt noch so welche geholt, also aus Spitze, so Bodies. Ich habe meine ganzen Babyklamotten, die ihr jetzt seht, ich weiß leider nicht mal, was von was genau ist, weil ich sie schon gewaschen habe. Also ich habe auf jeden Fall bestellt bei, war auch einkaufen, NKD, H&M, Zara, Ernstings Family und C&A. Dann das hier noch. Da müsst ihr mal gucken, einfach mal rumstöbern. Die haben nämlich gerade echt Sale. Und also ein paar Sachen und da fand ich das richtig schön. Den finde ich auch mega süß. Ist der nicht goldig? Ist eigentlich ein Schlafanzug, also stand jetzt da drin, aber Leute, das ist viel zu schön, um nur damit zu schlafen. Für die paar Oberteile habe ich hier auch noch so Leggings, da sind so kleine Kirschlein drauf. Hier sind auch noch so Herzchen und da ist so noch so ein Schleifchen dran. Dann habe ich auch noch mal so Halstücher geholt und die hängen aneinander. Einmal mit Einhörnern, einmal in komplett rosa, Leoprint und so gestreift. Dann habe ich einen Body, der ist von Kick, das weiß ich. Don't grow up fast, fast, fast. Also bitte werde nicht so schnell groß. Ja, das ist halt echt. Das habe ich schon mal gehabt. Es ist halt jetzt zerknittert, ja. Es kam frisch aus der Wäsche, deswegen. Aber jetzt habe ich noch mal eine Nummer größer geholt, weil ich das echt süß fand. Dann haben wir auch noch so eins. Dann habe ich hier die Hose mit so süßen Rüschen unten. Dann das hier. Das ist halt echt alles zerknittert, weil es halt frisch aus der Wäsche ist. Ein nochmal mit Minnie Maus. Ein Shirtchen. Dann eine Melonenhose, eine Melonenpumphose. Da wir auch in Urlaub fliegen, habe ich, und sie hat dann wahrscheinlich im Urlaub die Größe 74, habe ich, das ist im Oktober und da ist ja hier schon wieder kälter, habe ich trotzdem ein paar kurze Sachen für sie geholt, dann dort. Dann nochmal hier einmal in so Leoprint und einem Pulli. I'm with the band Rolling Stones. Jetzt kommen wir noch mal zu Sachen, die ich schon aufgehängt habe, die auch gewaschen sind. Aber ja, ich habe einmal einen Badeanzug für sie. Auch für den Urlaub natürlich, als Melone. Dann habe ich noch einen im Leo-Muster mit so süßen Schleifchen da oben. Dann habe ich hier so einen Strampler, also der ist echt schon groß. 6 Monate ist sie, dann alten sie ja okay, aber so groß ist sie noch gar nicht. Sie ist jetzt, wird jetzt 5 Monate alt, aber das dauert noch. Mit so süßen Füßchen. Das habe ich auch noch mal als Einhorn. Und schaut mal, süß, oder? Richtig goldig. Die 2 Strampler, die habe ich von, ich glaube, Babywalz. Da müsst ihr mal schauen, die haben auch richtig schöne Sachen. Das ist ein Handmade-Strampler, den habe ich auch noch mal neu gekauft. Der ist auch richtig, richtig schön. Bei Instagram habe ich mir den bei einem Shop bestellt. Ich glaube, charlene.de. Müsst ihr mal gucken. Das T-Shirt hat sie mit einer Freundin zusammen. Da steht drauf, there's nobody like you. Dann, das ist, glaube ich, von NKD. Nee, Virgie. Ich glaube, NKD ist das. So eine Bluse. Ist halt echt mal ein bisschen schicker, falls wir mal essen gehen und so. Also wir gehen ja öfter essen, aber... wenn man Anlass ist, wisst ihr, was ich meine? Dann hier so eins mit so Herzchen. Haben wir eins mit einem Einhorn drauf. Das hier ist, glaube ich, von H&M. Nee, von Ernstings Family, glaube ich. Genau, Ernstings Family ist das. Mit Minnie Maus. Und das hier genauso, das ist auch von Ernstings Family. Das hier ist von H&M. Das ist auch so ein Strampler. So ein kürzerer. Das hier ist auch von H&M. Das hier ist vom Lidl, also so Latzhose. Das hier ist vom Ernstings Family. Nee, von Galeria Kaufhof, Entschuldigung, Galeria Kaufhof ist das. Dann habe ich hier auch noch was von Galeria Kaufhof. Auch so mit so Bienenprint, ja.
Das ist auch vom Galeria Kaufhof. Da steht Ballerina in Training drauf. Das hier ist noch dieses andere Teil von H&M mit diesem Herzchen mit dem Gestreifen, was ihr gesehen habt. Das gab es im Doppelpack. Das hier ist von Zara. Ich finde, dass man das bei den Zara-Sachen direkt sieht. Erstens an diesen Schildchen und weil die immer diesen Knopf hier hinten klein so beschissen machen. Das ist einfach so. Ja, aber die haben echt schöne Babysachen. Und halt auch nur im Sale gekauft, ist auch von Zara. Auch ein bisschen schicker mit so einer Bluse, mit so einem Schleifchen. Das, also Leute, Kick hat mega schöne Babysachen. Schaut euch das mal an. Ist das nicht süß? So ein Glitzerkleid. Ich hoffe, man sieht das. Das sieht richtig goldig aus. Das habe ich in der Größe 68 gekauft. Und dann noch einmal so ein Pulli mit Ballerinas drauf. Das ist auch von Galeria Kaufhof. Ja, mein Stapel ist groß und ihr habt jetzt alles soweit gesehen. Das ist jetzt der erste Teil, so an Klamotten und Kleinigkeiten, was ich noch so gekauft habe. Jetzt im Anschluss seht ihr einmal, ich habe noch einen Bauplatz für sie bestellt. Der müsste heute sogar noch ankommen. Also jetzt, wo ich das Video drehe, kommt der heute. Und den werde ich euch dann auch noch dann zeigen. So ein Motorikwürfel. Und ich habe Möbel bestellt. Ich habe für sie ein Babybett bestellt mit Matratze, also so ein großes Gitterbett. Ebenso habe ich eine neue Wickelkommode bestellt, weil, ups, andere Seite, die kennt ihr ja schon. Und ich habe euch ja erzählt, wie beschissen sie ist, weil sie einfach viel zu klein ist. Und jetzt habe ich eine große Wickelkommode von Pinolo bestellt, mit einem großen Wickelaufsatz, dass ich sie da auch lange, lange wickeln kann. So, meine Lieben, ich zeige euch einmal den Spielwürfel, der kam an. Wundert euch nicht im Hintergrund, ich spiele gerade Grace. Also, da gibt es einmal hier so Fächer, wenn man das hier hochnimmt. Also, das ist so typisch, ja, ihr wisst schon. Und dann sind hier die Würfel dazu passend drin, also die Klötzchen. Dann hat es die Seite, da können Sie halt so die Sachen drehen, ne? Das hier und noch das, also mit so verschiedenen, eine Biene, Blume, Kiefer und Apfel. Und ja, das war der. Der hat übrigens 35 Euro gekostet. Bei Fantasy Room könnt ihr die holen. Also ich habe mein, normalerweise kaufe ich immer bei Fantasy Room ein, da war der aber ausverkauft. Und dann habe ich bei Jolly Room geguckt, da war der auch ausverkauft. Jetzt habe ich ihn bei 123möbel.de gefunden. Vielleicht findet ihr die ja auch, falls ihr den haben wollt. Der ist halt echt wirklich schön. So, meine Lieben, und dann wollte ich euch natürlich noch unseren Hochstuhl zeigen. Der ist von Chick for Baby. Also so sieht der erstmal aus. Ich habe, der steht noch in der Ecke, weil der ist erst ab 6 Monaten. Und Grace wird hier erst 5. Aber den kann man halt natürlich auch in eine Liegeposition machen. Das kann man komplett hier einmal abmachen. Aber kann man auch komplett das ganze Ding abmachen. Dann ist hier diese Fußlehne, die kann man gerade machen, als auch nach unten. Und halt nochmal so unten, wo man Sachen reintun kann. Der ist auch richtig praktisch. Und man kann ihn komplett zusammenklappen. Der hat übrigens, ich glaube, 139 hat er, glaube ich, gekostet. Ja, das ist der. Ja, hi, jetzt bin ich wieder hier. Ein paar Tage später, und zwar ist dann wieder ein paar Sachen angekommen, die ich euch zeigen wollte für meinen XXL-Haul. Und zwar einmal diese Wickelunterlage. Die ist schon mal gekommen für die Wickelkommode, allerdings ist die noch nicht da. Und auch hier, wie ihr hinten dran sehen könnt, ist auch schon die Babymatratze angekommen fürs Babybett. Denn wir haben, sorry, wenn es im Moment so unordentlich aussieht, aber ich komme gerade nicht zum Aufräumen, haben wir hier das Babybett. Das bauen wir heute auf, um zu schauen, ob auch alles ganz ist. Und ja, das zeige ich euch dann später natürlich auch aufgebaut. Hey, meine Lieben, ich komme gerade frisch aus der Dusche, habe mir gerade einen Toast gemacht. Ich habe nämlich neue Babysachen. Ich werde euch das Babybett gleich zeigen. Das ist nämlich jetzt aufgebaut. Allerdings werde ich das jetzt nicht kommentieren, sondern ich zeige euch jetzt das dann einfach so, weil die kleine Maus schläft und... Einen Moment, ich muss mal kurz reinbeißen. Da ist DHL. Mal gucken, ob der gleich kommt. Weil heute kommen noch ein paar Sachen an, die zeige ich euch dann auch später. Genau, auf jeden Fall, ich war noch mal bei H&M. Weil die kleine Maus brauchte noch mal so Kurzarmbodies, also nicht welche mit T-Shirts, sondern so Sport-Tops, keine Ahnung, also Bodies. Weil es ist ja einfach so unerträglich heiß und ich meine, klar, daheim ist sie nur in Windel,
oder schläft nackig, also halt wirklich nur mit Windel. Aber sie unterwegs kann ich sie nicht in den Maxi-Cosi nackig legen, da reibt sich alles auf. Dann habe ich da noch mal so ein paar Bodies geholt. Zeigt ihr gerade. So. Die hier habe ich schon mal geholt, aber ich fand die so süß, ich musste die einfach noch mal mitnehmen. Noch mal hier. Ah, okay, DHL wollte nicht zu mir, ich warte nämlich auf Hermes. Und dann habe ich noch diesen super süßen Jumpsuit geholt. Genau, das habe ich von H&M. Hat 30 Euro circa gekostet, 30,97 oder so. Ja. Und jetzt zeige ich euch gleich, wenn Hermes da war, die Sachen, die ich da noch geholt habe und von wo und das Babybett. Übrigens, was ich noch sagen wollte, wundert euch nicht, warum das Babybett im Wohnzimmer steht, also im Essbereich. Denn ich habe ja hier noch das Beistellbett und es bleibt doch erst nochmal stehen, denn noch kann sie im Beistellbett schlafen. Und da ich das aber schon aufgebaut habe, wollte ich es jetzt ungefähr nochmal abbauen, irgendwo hängen. Weil ich wollte ja gucken, ob alles ganz ist. Und ja, das wird dann hier rübergestellt in mein Zimmer, wenn sie darin schläft. Hey meine Lieben, ja, es sind wieder ein paar neue Sachen angekommen. Jetzt geht es eigentlich auch schon zum Endspurt dieses XXL-Hauls. Und zwar einmal habe ich mir hier diesen Windeleimer geholt. Der ist von Chico und es ist halt echt cool. Man hat halt hier das, wo man die Windel reinmacht und macht so und die Windel ist weg. Und da muss man auch nicht das Unnötige drücken oder so, wo man dann, wenn manche Windeln echt voll gemacht sind, ja, dass man sich dann Hände schmutzig macht, sondern das geht dann ganz einfach so. Dann habe ich noch von Schnullerbacke jeweils zwei Jersey-Spannbetttücher für das Babybett geholt. Einmal die hier, also eigentlich sollte das rosa sein, aber es ist eher Flieder geworden, aber geht auch. Dann habe ich natürlich noch zwei weiße und habe noch geholt für die Wickelauflage einmal einen weißen Frottee-Bezug und noch einmal einen mit rosa Punkten. Ja, schaut mal, die Grace, die dreht sich jetzt schon auf dem Bauch. Und robbt hier, also versucht hier so sich fortzubewegen. Es ist richtig, richtig süß. Ja, dann strampelt sie noch so. Ihr seht es. Ja, die ist so goldig. Ja, auf jeden Fall ist die Wickelkommode angekommen. Ich kann sie euch gerade mal zeigen. So, also die muss ich jetzt dann noch aufbauen. Nach Schweiß, Blut und Tränen ist sie endlich fertig, die Wickelkommode. Ich habe sie jetzt den ganzen Tag aufgebaut, beziehungsweise habe mich noch währenddessen um Grace gekümmert. Und ja, so sieht sie aus. Schick, schick, oder? Ja, ich würde jetzt auch mal sagen, das ist das Ende meines Videos. Ich zeige mich jetzt nicht mehr, weil ich bin jetzt im Bikini und gehe jetzt in den Pool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.